Schon wieder neue Freebirds von Huawei? Nein, das sind nämlich die neuen Huawei Free Clips. Was ist daran anders? Das sieht man im Grunde auf dem ersten Blick. Wir haben wieder Open-Ear-Fit-Kopfhörer, aber in einem ganz neuen Design. Seabridge nennt Huawei dieses Design und wenn man es so rumdreht, wird der Name erkennbar, angelehnt an diese C-Form, die diese Kopfhörer haben. Die Kopfhörer haben an dem Bügelende zwei Teile, wovon das hier der Teil ist, der dann auf der Ohrmuschel aufsitzt und der andere, der eben hinter dem Ohr geklippt ist und dort halten soll. Und so sieht das Ganze dann aus, wenn man es im Ohr trägt, beziehungsweise auf dem Ohr. Recht angenehm, man nimmt seine Umgebung noch wahr, das Ganze drückt nicht und ich könnte jetzt hier wild headbangen oder Sport machen, da verschiebt sich erstmal nichts. Die Freeclips sitzen fest an ihrem Platz. Für den Sound bei den neuen Huawei Freeclip sorgen in jedem Kopfhörer ein 10,8 mm dynamischer Dual Magnet Treiber und es sind zwei Mikrofone und ein Bone Conductor, also ein Ohrknochenmikrofon verbaut. Damit sollte die Sprachqualität zum Telefonieren und natürlich auch für die beliebten WhatsApp-Sprachnachrichten gut und ausreichend sein. Was wir natürlich auch testen werden. Softwareseitig sorgen L2HC, LC3, AAC und SBC für eine optimale Klangübertragung und das bei einer effektiven Frequenzreichweite von 20 Hertz bis 20.000 Hertz. Insgesamt 8 Stunden ununterbrochener Musikgenuss sind mit einer vollen Ladung der Freeclips möglich. Wenn ihr das Case zum zwischenzeitlichen Nachladen nutzt, kommt ihr insgesamt 36 Stunden aus, ohne dass ihr die Freeclips aufladen müsst, beziehungsweise das Case aufladen müsst. Das lässt sich übrigens sowohl über USB-C als auch wireless aufladen. Die Huawei Freeclips gibt es in zwei Farben, einmal in diesem schicken Starry Black, also schwarz, und einmal noch in Purple. Die Farbe habe ich noch nicht gesehen, schauen wir mal, dass wir die auch noch rankriegen. Mit weniger als 6 Gramm, im Schnitt spricht man von 5,6 Gramm, sind die Freeclips sehr angenehm zu tragen. Da drückt also nichts und die sind wirklich auch für einen dauerhaften Einsatz durchaus brauchbar. Erste Eindrücke von der Musik- und Sprachqualität sind ganz in Ordnung. Mit ganz in Ordnung möchte ich noch kein Fazit abgeben. Das liegt einfach daran, dass noch keine richtigen Testbedingungen hier vorgelegen haben. Aber wir werden natürlich ausgiebig testen und nach diesem Kurz-Hands-On in den nächsten Tagen schon erste Eindrücke und dann nach einer Weile im Gebrauch auch wieder ein ausführliches Fazit für euch haben. Solltet ihr erste Fragen zu den neuen Huawei Freeclips haben, dann schreibt ihr uns doch gerne unter dieses Video und wir beantworten euch die Fragen gerne.